Wilhelm Hoegner war ein großer bayerischer Staatsmann von geschichtlichem Rang. Er hat nicht nur große Spuren in der bayerischen Geschichte des 20. Jahrhunderts hinterlassen, sondern auch ein großes Erbe an Ideen, an geistigen und sittlichen Werten. Und Wilhelm Hoegner war ein überzeugter Kämpfer für Grundwerte. Und sein Vermächtnis ist das, was uns Preußen ja mitunter auch mal ein bisschen fremd ist. Er ist der Vater, einer der Väter mit Sicherheit des Freistaates und eben eines demokratischen und sozialen Freistaates. Und es ging ihm darum, in der Verfassung für noch einmal das Zusammenleben wichtige Dinge festzuschreiben. So heißt es in Artikel 169, für jeden Berufszweig können Mindestlöhne festgesetzt werden, die dem Arbeitnehmer eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie ermöglichen. Und der DGB hat mit viel politischer Überzeugungsarbeit im Geiste Hoegners dafür gekämpft, dass dieser Mindestlohn endlich umgesetzt wird. Gemeinsam mit der SPD, mit anderen Partnern natürlich auch, mit vielen betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern konnte nun endlich zum 1. Januar 2015 die Einführung des gesetzlich festgelegten flächendeckenden allgemeinen Mindestlohns umgesetzt werden. Der Mindestlohn gibt den Menschen die Würde ihrer Arbeit zurück und sorgt für mehr Wettbewerbsgerechtigkeit unter den Betrieben. Wo wären wir heute, wenn es keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gäbe? Wir hätten flächendeckend Lohndrückerei und es ist gut, dass wir den gesetzlichen Mindestlohn erkämpft haben und das rechtzeitig. Herzlichen Dank den Gewerkschaften dafür. Mit dem Wilhelm-Hoegner-Preis, gestiftet von der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, wird im Jahr 2015 für seinen Einsatz für die Würde der Arbeit im Allgemeinen und für den Mindestlohn im Besonderen ausgezeichnet der Deutsche Gewerkschaftsbund Bayern, vertreten durch den Vorsitzenden Matthias Jena, München, 25. Oktober. Wir freuen uns sehr über diese Würdigung und in aller Bescheidenheit sage ich, beim Mindestlohn haben wir sie auch verdient. Der Mindestlohn, der Name sagt es schon, ist die allerunterste, die absolute Untergrenze, das Allermindeste, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Applaus.